Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Monaco. Zusammen spiele ich das Spiel mit dem Fjalk. Hallo Fjalk. Hallo, hallo. Und nachdem wir in der letzten Mission wunderbar auf dieses Schiff kamen, wir haben noch ein paar Münzen, glaube ich, nicht aufgesammelt. Ja, geht es jetzt in die Mission der Skorpion und der Frosch. Und sieht irgendwie nach dem untergehenden Schiff aus, was mir ein bisschen Angst macht. Aber gucken wir doch einfach mal, was passiert. Genau, wir haben in der letzten Mission festgestellt, der Maul war jetzt da vielleicht nicht die beste Variante. Obwohl, na, es ging, also man konnte sich ja doch ein bisschen durchbuddeln. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach wieder Mole und Cleaner. Ich glaube, das ist einfach momentan unser Dream Team. Außerdem kann der Mole bestimmt seinen schweren Vorschlaghammer als Schwimmhilfe benutzen, falls das Schiff wirklich untergeht. Genau. Ja, das klingt doch schon mal alles völlig harmlos. Ja. Gut, wir müssen wohl diesmal fliehen. Von der Yacht, die noch nicht mal abgelegt hat. Oh ja, hier sehen wir eine brennende Yacht. Ich sehe da oben auch irgendwie einen Helikopter über uns kreisen, wenn ich das richtig sehe. Hier unten gibt es auch noch Sachen. Ich nehme einfach mal das Gewehr mit. Du kannst dich ja wahrscheinlich nicht durchbuddeln, oder? Hier ist nicht zum Modeln, Nee. nein, aber hier oben, da kann ich mich bestimmt durchbuddeln. Oh ja, in eine Flammenhölle, großartig. Ja, jetzt. Ja, ich glaube, wir kommen hier nur über die Docks raus und da wartet wahrscheinlich dann schon gleich der Helikopter auf uns. Das hat ja mal super geklappt, mit der Yacht abzuhauen. War ein toller Plan. Und ah, dann gibt es einen Tresor. Auch wenn alles brennt und die Welt untergeht, muss es halt Ja. bleiben für Genau. Man muss zumindest noch alles, was irgendwie von Wert ist, mitnehmen. mal eben Genau, noch ja, die. genau, verbinden, weil wir kommen hier vermutlich eh nicht wieder. Ach, ich brauche mich gar nicht verbinden. Wir kommen ja vermutlich eh nicht wieder hin. So, wir sind jetzt auf dem Seelevel. Oh, und da vorne ist eine Wache, die ich. Es kommen jetzt gleich einiges an. Einige Wachen. Das war jetzt gerade sehr schlecht von mir, dass ich die erste Wache erschossen habe. Weil dadurch habe ich natürlich jetzt alle anderen Wachen angelockt. Ich muss eben warten, bis die da unten. Kommt jetzt eine ganze Reihe. Ich schleiche mich hier schon mal rüber. Ja, ich laufe einfach mal ein bisschen. Falls du was siehst, wo man sich verstecken kann, ne? Dann lass es mich wissen. Ah, die Wachen scheinen aus momentan eher in deine Richtung zu gehen. Moment sind sie verwirrt und wissen, glaube ich, gar nicht, wo sie Ja. sind. Ich bin momentan hier bei der Engine. Ich brauche hier allerdings auch ganz kurz, bis ich weg kann. Okay, die Wache, die geht jetzt nach oben. Die Wachen habe ich mal schlafen gelegt. Also ich glaube, diesen Level werden wir recht zügig spielen müssen. Oh, da oben kommt eine Wache. Ah, und sie haben mich entdeckt. Ich muss mal eben viel laufen. Hier geht es sonst zu den Docks. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wachen mir folgen. Ich sehe momentan keine, die mir folgen. Ich bleibe hier aber auch, glaube ich, weil ich meine Vermutung ist, wir müssen hier später hoch. Beziehungsweise ich komme mir jetzt mal so ein bisschen entgegen. Also ein paar Münzen kann ich sicherlich noch gut wegnehmen. Ah, die eine da hinten nur und ich wurde wieder entdeckt. Ich versuche die mal eben ein bisschen abzulenken, indem ich wild durch die Gegend laufe. Wir müssen jetzt, glaube ich, nach links oben in die Docks rein. Und ich glaube, wir haben genug Vorsprung, dass wir jetzt einfach nach oben uns verdünnisieren. Das Gute ist ja, die Wachen verfolgen einen nicht auf die nächste Ebene. Ach nee, ich brauche mich nicht. Ich wurde zwar ein bisschen angeschossen, aber das war jetzt nicht so schlimm. Kannst du dich hier durchbuddeln durch die Wände? Das sieht auf jeden Fall so aus. Gut. Ja, da komme ich durch.
Fragt natürlich nur, wohin, wenn alles brennt. Ah, ja, es brennt auch in der Wand. Schön. Gut, aber ein paar Münzen habe ich mir noch gekrallt. Ja, ich habe hier hinten gerade irgendwie eine Wache ziemlich aufgescheucht. Ich glaube, dieser Helikopter, der einen oben angezeigt wird, ich glaube, wenn der einen sieht, dann informiert er, glaube ich, die Wachen. Kann gut sein. Ich weiß momentan immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ach, da hinten geht es zum Street-Level hoch. Ach, ja, super. Habe ich mich hier wieder in so eine Wachenparty reingeschmuggelt. Ich verschwinde mal eben aufs nächste Level. Ich hoffe, das geht. Der Hund bleibt da jetzt. Nee, der Hund bleibt da nicht. Und schnell heilen. Ja, ich verdünne, sehe mich hier oben mal eben ganz schnell so ein bisschen. Ich glaube, Münzen fehlen uns nur noch eine. Ich weiß jetzt nicht, wo die sein soll. Ich kann sie sehen, die ist hier unten in dem. Gut, und dann. Oh, da kommt ein Hund. Wachen und Hunde und anderes doofes Zeug. Wo ist sie denn? Ach, warum? Warum? Ach, ich sehe sie jetzt auch. Okay. Gut, ich renne hier ein bisschen rum, du holst sie. Ich hab sie und wir müssen nach rechts hinten, um zum Street Level zu kommen. Also unentdeckt war jetzt einfach mal nicht drin. Ja, also ja, ich bin immer noch überlegen, vermutlich wäre auch hier wieder, vermutlich wäre hier sogar ausnahmsweise mal wirklich der Lookout mit sozusagen eine richtig gute Kombination, weil man dann einfach die Wachen entsprechend sehen würde. Und ich glaube immer noch, der Helikopter, wenn er über dich fliegt, genau, da war jetzt gerade ein Ausrufezeichen, weil er dich halt irgendwie gesehen hat. Also kommen ja auch schon alle fröhlich angelaufen. Ja. Es gibt hier aber wieder genug, genug Luftschächte, durch die man klettern kann. Ja, das Gute ist, sie sind nicht so schnell wie. Wie man selber, ja. So. Ja, im schlimmsten Fall einfach wieder ins andere Stockwerk abhauen. Man sieht das zwar nicht, dass man da ist, aber es wirkt eben so wie eine von den Pflanzen oder irgendwas, worin man sich verstecken kann. Ja, ich habe hier oben gerade Spaß mit Wachen. Ich muss jetzt auch eben einer schießen. Und ich verdünnivisiere mich mal eben. Na, bin wohl erstmal halbwegs sicher. So, das gibt uns wieder Zeit nachzugucken. Auf dem Street-Level, wo wir gerade sind, gibt es angeblich noch 10 Münzen. Auf die ich, glaube ich, zur Not auch diesmal verzichten kann. Oh, das gibt's ja nicht. Ich laufe nie mehr als 10 Meter und schon sieht mich wieder eine Wache. So, ich habe mich wieder versteckt. Siehst du noch irgendwelche Münzen, an die du rankommen kannst? Nee, so gerade nicht. Ja, ich glaube, das sind einfach die geheim versteckten Münzen. Ich würde sonst sagen, es geht weiter hier hinten auf die nächste Ebene. Ab in den Feuerwehrwagen. Oh, ich sehe mittlerweile. Und das war jetzt natürlich nicht gut. Ich sehe mittlerweile aber einen Tresor. Da kommt ein Hund. Ja, den habe ich mal eben schlafen gelegt. So, und das waren wahrscheinlich auch die 10 letzten Münzen. Und dann ab in den Feuerwehrwagen, weil ich glaube, den brauchen wir jetzt, um hier abzuhauen. Ja, das war in dem Fall ja mal wirklich ein recht schneller Level. Für unsere Verhältnisse, ja. Für unsere Verhältnisse. Allerdings, ja, vielleicht jetzt nicht perfekt gelöst. Aber das war auch eine Ausnahmesituation, es hat gebrannt. Genau. Überall lag Gelb rum, da hätte niemand Nerven behalten. Genau. Und wie gesagt, vermutlich war auch die Kombination auch da wieder nicht ganz ideal. Aber kann man ja auch nicht wissen, bevor man Level nicht gespielt hat. Dann geht's weiter im Zentralkrankenhaus. Also ich glaube, ich bleib beim Cleaner. Ja. Also Krankenhaus klingt wie viele Wände, die man kaputt hauen kann. Ja. Wahrscheinlich baust du dich direkt, buddelst du dich direkt durchs OP durch. Das kann passieren und ich würde mich natürlich dafür entschuldigen. Falls Zeit ist.
Gut, also, der Gentleman kennt jemanden im Krankenhaus, der dort in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht ist, der uns helfen kann. Wir haben das Problem, irgendwie sind alle ziemlich verwundet. Und ja, jetzt geht's ins Krankenhaus. Vier Ebenen warten auf uns. Ja, bin ich mal gespannt. Ah, mit dieser Zange kann man halt eine Aktion sofort beenden. Das ist natürlich auch ganz nett. Na schön, ich habe direkt den Alarm ausgelöst. Das war jetzt natürlich ein richtig guter Start. Da war ein Symbol, was ich nicht kannte, so ein Handsymbol. Und das heißt vermutlich, ich gehe hier nicht rüber. Mach es nicht. Eieiei, vielleicht musst du mich auch gleich auf. Obwohl, nee, jetzt habe ich genug Abstand zu den Wachen. Ach, und ich komme hier nicht rein. Ich kann mich ja nicht verstecken. Ist gerade mein Problem. Ich konnte mich draußen nicht wirklich verstecken. Also, dafür ist es ein Krankenhaus, sonst bin ich ganz schön schlimm verwundet. Plötzlich wieder. Ja, und da liege ich auch schon. Gut, also ich versuche mich irgendwie. Ah, ich sehe was, wo ich mich verstecken kann. Ich muss mich mal eben kurz hier in Sicherheit bringen. Ich seh ja, wo du bist. Das Schöne ist, du siehst jetzt ja, glaube ich, auch noch, wer um dich rumsteht. Ja, im Moment ist hier eine Bürofachkraft, die sich an dem Computer, den ich gerade benutzt hatte, zu schaffen macht und jetzt ein paar Schwert läuft. Ja, aber das sollte eigentlich reichen, dass ich dich jetzt hier eben befreie. Dann würde ich sagen, klauen wir auch gleich das Geld. Kannst du vielleicht draußen in der Mitte, wo wir gestartet haben, kannst du da vielleicht gleich auch noch mal ein paar dieser Bäume sozusagen von außen anhauen, dass man sich da wirklich drin verstecken kann? Ja, das mache ich, sobald ich den Ja, das ist klar. Ich verstecke mich hier auch erstmal. weißen Hemd los bin, der kein Arzt ist. Ja, ich verstecke mich hier auch erstmal wieder im Gebüsch, beziehungsweise ich folge dir ein bisschen. Oh, ich habe einen OP gefunden. Wunderbar. Und er ist unbenutzt. Ja, das wundert mich. Hätte ich eher gedacht, dass auch der OP jetzt hier sicherlich. Und. Viel schlimmer, ich habe auch gerade nach, wie heißt es noch? Der Raum, wo man tote Menschen aufschneidet. Ja, Autopsie, die Autopsie habe ich die gefunden. Autopsie, ja. War nicht schön. Ja, ich werde hier auch gerade wieder lustig. Ach, du meine. Hier gibt es ganz viel Spaß und Alarmanlagen. Und ich glaube, diesmal erwischen sie mich. Ah, eventuell. Ich versuche zumindest noch zu entkommen, also dass ich irgendwo liegen werde. Nee, ich habe es geschafft hier. Ich bin hier im Gebüsch. Aber ich glaube, du musst ja wirklich beim Start bei den Bäumen. Wie gesagt, die haben da so eine Holzumtäfelung rum. Und deswegen kann ich hier unten nur in die Büsche rein. Und das war gerade eben schon das eine Mal wirklich ziemlich problematisch. Kommen. So schnell ich gar. Lass dir Zeit. Ach. Es ist ein sehr gut bewachtes Krankenhaus, warum auch immer. Ja, ein Hochsicherheitskrankenhaus. Okay, gut, der eine Baum ist jetzt zumindest schon mal begehbar. Ich habe auch das Gefühl, die Wachen sind hier anhänglicher. Ja. Aber hier ist, glaube ich, wieder mal die Kombination aus Mole und dem Cleaner ist ja, glaube ich, schon wieder gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ja, sie haben dich nicht gesehen. Ja, also das ist, es kann auch sein, dass das einfach hier so ein kompakteres Level ist und deswegen bei den vielen Wachen man einfach zwangsläufig schon wieder auf jemanden Ja. stößt. Ja, gut, kompakt. Wir haben jetzt hier aber vier Ebenen. Also gut, das Helikopter-Landing-Pad ist wahrscheinlich nicht ganz so groß. Und ich glaube, dieses Handsymbol, unten dieser Eingang, wo ich zuerst durch bin, ich glaube, der löst einfach mal Alarm aus, wenn man da durchgeht. Das sollte man also eher vermeiden. Oh, du machst da oben gerade die Alarmanlage aus? Ja, also ich kann da, mich da nicht durchbuddeln, aber ich kann sie kaputt machen. Also tatsächlich. Aha, ja, für einen kurzen Moment. Nee, es wollte ich doch nur ausmachen, schade. Na gut, dann buddel ich mich hier durch die Wand. Erschreck wieder den alten Mann, nein, er Nee, schläft. den habe ich gerade eben schon erschreckt. Beziehungsweise die Tuse hinten ist schon wieder abgehauen. Und ich habe den Alarm ausgelöst, weil ich dieses blöde Handsymbol nicht beachtet habe. Ja.
Ja, da muss man wirklich drauf achten. Ich warte hier unten einfach mal eben kurz im Gebüsch. Ich renne mal wieder eine Runde um den Krankenwagen, das hilft eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, sie sehen dich dadurch nicht und das reicht ja schon. Das haben wir ja schon im ersten Level gelernt, dass wenn sie dich nicht sehen, du für sie sozusagen gestorben bist. Kannst du uns sonst vielleicht in dieses Gebäude hier über uns auch mal eben einmal reinbuddeln? Mal sehen, was da wieder Ekliges drin liegt. Ach, Ach, da ist unser Freund, der die ganze Zeit hier rumtippt und wieder seine Eltern, der wahrscheinlich schon wieder gefeuert wurde. also ich finde, wenn wir dann irgendwann an unserem Südseestrand liegen mit dem ganzen Geld, schicken wir mal eine Karte mit der Entschuldigung. Ja, kannst du vielleicht von hier auch noch mal nach unten einmal durchbuddeln? Wir brauchen hier, glaube ich, einfach noch mehr Wege, damit wir mehr Fluchtmöglichkeiten haben, weil das ist hier halt wirklich schon recht groß. Da hinten fummeln die, glaube ich, rum. Ja, siehst du, das war gar nicht der tote Mensch, der da liegt, der mich erschreckt hat, sondern unterbewusst habe ich die beiden gesehen und ja, meine Güte. Eben noch die ganzen drogensüchtigen Ärzte, die irgendwo in der Ich Ecke begebe mich mal eben kurz in Sicherheit, weil die Folge ist jetzt auch schon wieder recht lang. Und bist doch in Sicherheit. Ich stehe ja gerade so halbwegs in Sicherheit, also hier. Gut, dann beenden wir hier eben kurz die Folge. Beim nächsten Mal geht es weiter im Krankenhaus. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Es wird, glaube ich, noch spannend, ob wir es schaffen und wie viele Münzen wir noch einsammeln. Also gerade hier auf der Ebene gibt es noch 15. Ich bin jetzt aber gerade schon überlegen, zur Not lassen wir die. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter.